Fusilli mit Erbsli und Schinken. Hallo zusammen, heute machen wir zusammen Fusilli mit Erbsen und Schinken. Einfaches, gutes Rezept. Für das nehme ich 250 Gramm Fusilli von Favoloso frische Pasta. Ich kann es nicht aussprechen, darum lese ich es ab. Tut mir leid, aber jetzt haben die Italiener noch etwas zu lachen, wenn ich es ganz sage. Fusilli Avellinesi Lunghi würde es im Ganzen heissen. Wie gesagt, 250 Gramm, alternativ 180 Gramm getrocknete Pasta. Dann brauchen wir 150 Gramm Erbsen, die dürfen gefroren sein. 100 Gramm Schinken. Dann schneiden wir die Streifen. 50 ml Vollrahm. 20 Gramm Manke. Und ein Teelöffel Salbei getrocknet. Dann zum Würzen nehme ich Schiesspulver von Bünzli Gewürz. Alternativ könnt ihr Salz und Pfeffer nehmen. Und dann noch ein bisschen geriebenen Parmesan. Wir nehmen den Anken direkt zusammen mit dem Salbei in einer Pfanne erhitzen. Wenn der Anken heiß ist, geben wir den Rahm dazu. Kurz aufkochen. Das geht relativ schnell. Dann kommen die Erbsen rein. Dann können wir die Hitze auf mittlere Stufe reduzieren und lassen das Ganze 15 Minuten leicht köcheln, zwischendurch ein bisschen rühren. Zwischendurch lassen wir die Teigwaren noch nach Packungsangabe kochen. Dann schütten wir die Teigwaren ab, geben sie zusammen mit dem Schinken dazu, lassen sie ein bisschen würzen, nach eigenem Geschmack und lassen sie nachher gut untereinander machen. Dann füllen wir es in eine Gratinform oder in eine Schüssel, die geeignet ist für den Backofen. Dann das Ganze schön mit Parmesan bestreuen. Und dann nachher im Backofen bei 200 Grad Umluft backen, bis der Käse schön gratiniert hat. Fertig sind unsere Fusilli mit Erbsli und Schinken. Ich wünsche einen guten Tag.